Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge hier aus Stadtbach. Ja, wir sind mal wieder da. Werden wir heute eine Drohnenbearbeitung gehen für unsere zwei Gärschnecker. Ein Mist habe ich noch fertig gestartet. Der steht dabei noch da. Ja. Heute werden wir noch gleich eine Drohnenbearbeitung gehen, werden wir gleich mal drüber fahren in Gruppe. Und ja, genau. Da ja sagen, hängen wir gleich mal um. Ist mein Anhänger vorhin noch ein wenig weggezogen, den wir zubekommen zum Gruppe. Der wird ja dabei mal stehen bleiben bei uns. Ja, mal schauen, wie wir jetzt mit dem Draht dann, aber Teile können wir sie nicht mehr aufführen. Aber wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie wir da jetzt sind. Und ich werde jetzt einen Mischler einstellen und gleich meinen Gruppenanhänger, dann werden wir uns gleich wiedersehen. Genau. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, wir haben jetzt einen Völscher draußen. Jetzt in Gruppe auch schon eingestellt. Passt eigentlich alles. Genau, wir fahren jetzt durch mit dem IAC. War dann eigentlich ein Blödsinn, wenn der jetzt fahren. Der IAC bockt den Gruppe auch ganz leicht. Und ja. Erstens brauche ich da nicht umhängen und zweitens, ja, wie gesagt, der kleine Gruppe, der hat 2,20 m, gemein. Dann bockt der IAC ganz leicht. Und ja, das war das fast ein wenig sinnlos, mit dem jetzt da zum Fahren. Genau, deswegen. Und der IAC war anders frei, das war nicht mehr der einzige, wo nichts dran ist. Aber denkt nehmen wir mal gleich rein. Genau. Aber wie gesagt, größenmäßiger gibt es auch schon fast mehr Sinn mit dem zum Fahren. Auch mit der Sammaschine, wenn man die nicht in der Kombination mit der Kreisleg fährt, ist auch fast gescheiter mit dem IAC das Ganze. Weil es einfach mehr Sinn ergibt. Genau. Ja, wir haben heute also eine kleine Jubiläumsfolge, mal eine Haushalt für das Story. Wir haben heute die 25. Folge. Und ja, Ellerbach, da werden schon die mehreren dabei gewesen sein, die was jetzt das Video anschauen. Da haben wir 23 Folgen gehabt. Da hat er dann relativ plötzlich aufgehört, weil das ganze Multiplayer irgendwie aufgelöst hat, weil wir keine Leute mehr Zeit gehabt haben und dann ist Team aufgelöst worden und so. Das Team aufgelöst also auch wegen der Zeit und alles. Und dann hat das ziemlich schnell und ein ziemlich spontan ein Ende gefunden. Ja. Und es hat bis jetzt ein einziges Projekt gegeben, wo wir die Folgen zu erreicht haben. Das war nämlich ganz am Anfang, wie ich angefangen habe mit YouTube, das dritte Projekt damals Holz am App. Hier haben wir 25 Folgen gehabt. Und ja, jetzt haben wir in Stappenbach auch schon 25 Folgen. Ich bin früh erst angefangen vor ein paar Tagen mit dem Projekt. Es war aber schon wieder Anfang Juni, jetzt haben wir schon Ende Juli. Ja, Zeit vergeht, aber ja, jetzt haben wir 25 Folgen und geht auf jeden Fall noch weiter. Hundertprozentig, also. Jetzt haben wir jetzt hier noch kein Ende nicht in Sicht. Das habe ich zwar schon bei mehreren Projekten gesagt, aber ah, da jetzt sicher. Und gut, bei Holzer habe ich es damals auch nicht gesagt, wie wir die 25 Folgen gehabt haben, weil da habe ich gesagt, dass es bei 25 Folgen dabei ist, weil es die Leute immer so wirklich interessiert hat. Aber gut, habe ich auch noch deutlich weniger Zuschauer gehabt. Das war wirklich recht am Anfang. Aber ja, jetzt haben wir auch 25 Folgen in Stappenbach. Auf mindestens einmal in den nächsten 25 oder noch viel mehr. Genau. Und ja, vielleicht haben es einige von euch gesehen. Wir haben am Samstag auf die Nacht, in der Nacht, bis in die Früh einen Stream gehabt. Einmal vom Mappen, weil sich das einige Male gewünscht worden ist, da ich da mal was herzeige. Ja, da haben wir mit dem großen Wald unten angefangen. Das ist eine ziemliche Aktion gewesen, der Wald. Ja. Fertig gebracht haben wir nicht mehr, weil ich um halb 6 dann aufgehört habe. Allerdings wird es heute gleich, quasi derweil das Video online geht, wird es schon wieder weitergehen. Ich hätte sonst jetzt schon angefangen, aber ich bin mir dann darauf gekommen, also ich habe heute noch gar nicht aufgenommen. Ich nehme jetzt zuerst auf und nachher am Nachmittag, bis auf die Nacht, werden wir wieder live sein und den großen Wald unten anschließen. Ja, war auf jeden Fall ein super Stream. Ja. Einige Fragen zur Map und so geklärt worden. Ja, genau. Ja, würde ich sagen, haben wir eigentlich alles durch. Wie gesagt, auf jeden Fall noch viel weitere Folgen auf der Stappenbach. Aber ist ja doch 25 jetzt so ein kleines Jubiläumsding. Da haben wir das noch nie zusammengebracht. Im 22er noch gar nicht zusammengebracht haben, im 19er auch mal zusammengebracht haben, aber im 19er dann auch glaube ich, dass das die letzte Folge ist. Was da jetzt definitiv nicht der Fall ist. Genau. Da würde ich sagen, schauen wir mal in der Timelapse und ja. Viel Spaß dabei und bis später.
So, jetzt sind wir wieder da. Ja. Geht ganz gut der Hymengruppe, jetzt haben wir dann gleich wieder fertig. Ja. Schon ziemlich am Ende vom letzten Fall. Haben wir ganz kurz außerhalb von der Story noch zwei Sachen. Erstens, ich spiele wieder ohne Lenkrad. Jetzt hätte ich zwar wieder mal das Mikrofon. Beim Mikrofon gehört erstens ein wenig was von der Audio eingestellt, das wird jetzt noch nicht ganz perfekt sein, ist mir zuerst schon aufgefallen. Jetzt habe ich noch ein wenig was umeinander gestellt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Verzeiht mir das bitte, wenn das noch ein, zwei Folgen dauert, bis dass ich da die perfekten Einstellungen wieder beieinander habe. Das passt jetzt aber ja, hundertprozentig noch nicht komplett. Wie gesagt, das wird noch. Ja. Und ich spiele jetzt ohne Lenkrad, was heißt zuerst angesteckt hätte. Und dann die Dead Zone wieder auf den Standard eingestellt wurde, auf die 14 oder was der Standard eingestellt ist. Und also muss man Lenkrad spielen kann, Spaß nicht. Und dann bin ich ja schon völlig draußen gestanden, wenn es anfangen zu aufnehmen und so, dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es auch schon egal. Deswegen, nächstes Mal dann wieder mit Lenkrad. Mir hat es jetzt ganz ehrlich nicht mehr gefreut, dass ich aussiege. Und die Dead Zone wieder riecht. Genau. Ja, und den Walter haben wir gestern im Stream angefangen und auch schon relativ weit gebracht. Allerdings, ja, wir werden ja die Baum-Updates nicht mehr angezeigt. Wenn die Laubbaum und so ändert, werden sie beim Spielstand wieder angezeigt, bei den Allbaum nicht, ich weiß ja warum. Da muss ich dann einmal, ich meine, ich muss sowieso irgendwann einmal wieder Safe Game umbeziehen auf eine neue Map-Version, weil ich an der Folie schon so viel geändert habe. Aber spätestens, wenn die Map fertig ist, muss ich mein Safe Game sowieso nochmal wechseln, weil bis dahin noch so viel geschenkt wird. Es ist zwar jetzt ein wenig schade, weil jetzt hätte ich den Walter schon gemacht und standet er dann wenigstens auf mit ein paar Baumtypen und mit ein paar kleinere Baum schon da. Aber wenn er nicht fertig ist, aber es schaut schon schöner aus, als wie das jetzt hat. Oh, keine Ahnung. Ist, dass wir es da tut, also die toten Baum austauscht haben gestern im Stream durch andere. Es wird schon angezeigt wieder eingeben, aber das, dass die ganzen Baum da schon da standen, obwohl ich die nächste Version wieder drinnen habe von gestern. Ja, oder vorher in der Früh. Ja, keine Ahnung. Die Steine haben auch angezeigt. Wie gesagt, Laubbaum und alles mögliche, was ja nicht 3D-Objekten ändert, übernimmt es mir schon in Safegame. Den Nullbaum hat es mir am Anfang auch übernommen oder vor allem nicht mehr, keine Ahnung. Normal sollte ja ich 3D-Objekte schon mit übernehmen in Safegame. In ein bestehendes. Ohne dass man irgendwie was ändern muss. Das könnte jetzt grenzwertig werden laufen. Oder hier hat sich gut geschaut. Ja, genau. Also. Mal schauen, wenn wir dann da auch wieder mit der Wald unterwegs sind. Vielleicht hau ich mir dann nicht meine neue Tree XML rein, mal schauen. Bin nicht ganz sicher, mal schauen, wie gesagt. Es wird schon. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, irgendwann wird schon wieder, aber kommt dann vielleicht irgendeine Zeit dauern. Bis dann, die Map wirklich fertig, einigermaßen einmal fertig ist. Ja. Also ein wenig gebläht mit dem Feld da draußen. Ich habe mir am Anfang gedacht, das muss ich haben, weil es mir gefällt und ja, ist einmal was anderes als die ganzen anderen Standardflächen. Ja, genau. So, genau, ich werde jetzt so zurückfahren und ja, wollen wir dann wieder den Hof ansehen, wenn es nicht mehr, weil wir werden halt noch gleich ein wenig was da am Hof, genau, bis später. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, wieder ein wenig überlegen, wie wir da jetzt an, weil. Der Rananhänger steht jetzt dabei da, so, aber jetzt das Gewicht und nicht Gabi zuerst angehängt, gleich beim Eichern und habe halt den Wagen weggezogen. Und ja, da gehört halt der Gruppe wieder ein, aber andererseits brauchen wir die Kreislinge und zusammen schon bald. Jetzt einmal für die Gerstenecke, dann ein Teil für die Wurz- und Rapsecke. Am Flug brauchen wir auch noch für die Rapsecke, weil den Raps möchte ich auch ackern, genauso wie den Western später mal, weil der Meister dauert noch ein bisschen länger. Ja, dann im Frontbacke brauchen wir wahrscheinlich auch mal. Da brauchen wir eigentlich auch mal, ja. Dann ja, das Fassel abholt eigentlich wieder. Dann im Mischrau brauchen wir aber dann auch mal wieder. Na gut, wobei ich noch nicht weiß, ob wir vom Wartsocker noch Mist führen können. Weil es ist nicht nur bei der rohen Wiesentrennte, wo ich dann angefangen habe mit einem Neichenhaufen, die was auf der anderen Seite liegt, die was nicht so nass ist, wo ich da wohl mit einem Neichenhaufen angefangen habe, der eine Anhänger liegt nur dort am Hof, das Zeug habe ich alles weggeführt und alles hinten, was auf der anderen Wiesen gelegen ist, auf der nassen, so ist es auf die großen Ocker unten eigentlich gegangen. Das sind wir schon ganz schöne Flächen da unten. Naja. Bin ich gerade wegen überlegen, wegen einem Drahtanhänger, weil wenn man den noch wieder vorstellt, ist es eigentlich blöd, aber wo sollte man sonst hinstellen? Ich meine, auch wenn er eine Plane drüber hat, aber ein bisschen geschützt hat er schon eigentlich.
Und der muss sowieso unter den Dach stehen. Dann habe ich mir nicht vielleicht schon gedacht, dass wir den da reinstellen. Zwei Wänden aber hinstellen, weil dann konnte man da schon rein vor dem Traktor. Das Zeug muss jetzt dabei einmal Zeit so stehen bleiben. Ich weiß ja noch nicht, wie wir bei der Wurzelernten dann, ob wir schauen, ob wir einen Wurz in anderen Hänger reinkriegen. Und dann haben wir keinen Hänger mehr frei, das ist auch wieder blöd. Wir müssen da echt irgendwie schauen, wie wir das Zeug ein wenig unterkriegen, weil wir können das jetzt nicht mehr in Dingen stellen, wir können das jetzt nicht mehr auskippen und so und den Hänger wieder. Wir können nicht mehr den Hänger irgendwie jetzt wegstellen. Die Hänger haben ja auch irgendwie umgestanden werden. Aber schaut jetzt mal gleich aus, wie zur Außenhalle es da ausschaut. Kann ich mich jetzt gerade gar nicht mehr so erinnern, aber ich war, dass da recht viel ist. Weil wir sind ganz früh. Naja, haben wir gleich wieder da. Ja, in der Außenhalle geht auch nichts rein. Da steht die komplette Grünlandtechnik eben drinnen. Und ja gut, da wo die Walzen drin stehen, da konfiguriert man zur Not vielleicht einen Hänger rein. Wie ist halt mal die Walzen aus der Stühle. Ist aber eigentlich auch wieder blöd, wenn die das so dann. Ich weiß noch nicht. Die Walzen außer da raten, könnte man einen Hänger fix hinterbringen. Denn das war dann im Idealfall fast schon der. Da konnte man den anderen da reinstellen. Ich weiß noch nicht. Ja, wieder auf mal. Und nein, machen wir gleich wieder zu, auch. Dass wir zum Rangieren am Platz haben. Ja. Der Wong macht sich auch ein wenig selbstständig. Okay, da beim Brennwagen hat man wieder rausgestellt, dann habe ich nicht da untergestellt, aber gut. Problem ist, der Werkstatt möchte eigentlich auch überher können. Und hat man vielleicht. Ja gut, an, naja, das ist auch wieder blöd, weil selbst wenn wir da jetzt hinter einen Wagen herstellen, müssen wir in einer Zeit wieder weg, oder weil wir den Heubund wieder aufnehmen müssen fürs Wartstroh dann oder das. Und so muss ich auch dauernd zum Heubund zu, das ist das Problem. Muss ja so auch dauernd zu. Dann oberschmeißen und so. Oder zum halt oberheben. Schäfer. Das ist ein wenig geblät. Naja. Ich werde echt am überlegen. Ich hätte fast wirklich gesagt, mit der Zeitwende raus. Da den Wagen einmal da oben. Das ist ja das Saugnopf mit denen. Oder mit dann den Wagen. Entweder wir stellen den Wagen vorübergehend da hinten rein. Man wollte es möchte wie gesagt auch nicht raus. Na naja, mal schauen. Ich überlege mir jetzt einmal gleich was und dann seht ihr gar nicht einmal zum Umstellen. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, der Hof ist jetzt da zusammengerammt, aber wirklich komplett zusammengerammt. Ja, da vorhin, das kennt man eh. Da vorhin kam zur Not noch das Auto drunter unter das Dach. Das Auto wartet, wenn es wirklich sein müsste, da unter dem Dach. Reit steht da schon so mal halb was unter dem Dach und wenn es auch wirklich wartet, wenn es wieder kommt, kann man hinten noch reinstellen. Das ist auch wieder verrammt da drinnen. Und da hinten die Güllegrummer wäre komplett da gerammt. Da steht jetzt eben die Anhänger bei. Dann stehen da hinten die Paletten drinnen. Seitwänden steht so der Quert drinnen, die Arena kommt da. Steht da die Gowiner davor, da der Eicher und da der Schäfer mit der Folienzange dort. Folienzange. Da die Ecken habe ich jetzt einmal wieder angerammt. Der Silberschneider hängt am IAC dran, der steht in den Stall drinnen. Die Ecken habe ich jetzt einmal wieder angerammt, weil die Ballen, die was mir immer gepresst haben, die paar Stücke, die was noch über haben. Einige habe ich davon ja verfordert. Und ein paar Stücke, die was davon noch über sind, die möchte ich mir da heimführen und da her. Dass der Ham sind von der Wiesen weg, im Bruchhändler werden sie auf der Wiesen liegen. Und die blauen, die lassen wir hinten liegen. Die, was wir jetzt dort noch neben Zillow quasi presst haben, die lassen wir liegen, wo sie sind. Und ja, eben, die damals eben auf dem Gülligraum her, die war von der rohen Wiesen. Genau, also man kann zur Not den Anhänger da noch ein Stück weiter zurückfahren. Der macht sich nämlich leider ein bisschen selbstständig, das drum, das gefällt mir nicht so ganz. Man kann da und Deutz noch reinstellen und sogar, wenn es wirklich komplett sein müsste, sogar fast den Ballenwagen auch noch reinbringen. Ja, also es war da alles sicher verrammt. Und ja, warum habe ich jetzt gerade da ist er sicher verrammt? Es wird nämlich mehr wiederkommen die nächste Zeit etwa. Deswegen jetzt halt, übermorgen oder in 3 Tagen, 3-4 Tagen sollte er mal wiederkommen. Das ist eine schwere Gewitterwarnung. Also, das ist richtig. Das soll jetzt nicht der Ringer, sondern das soll hageln und da möchte ich wissen unter dem Dach haben. Wo ich jetzt heimwand nur einen Platz hat, das draußen steht, ich meine. Im Platz ist halt auch wieder relativ, weil es auf engstem Raum beieinander steht, aber es geht ja aus. Genau. Ja. Genau, die wird die Ball nicht noch heimfahren. Aber das werde ich heute noch da, das glaube ich erledigt ist. Da habe ich noch Zeit. Und dann, ja. Werden wir uns mir nächste Folge wiedersehen. Genau. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus, pfiat euch.